Zum Beispiel hat mich die Gottesmutter da gefragt in dieser Situation, was ich einmal werden möchte, hat sie mich gefragt. Und ich war in diesem Alter mit 14 Jahren in einer Situation, wo ich es überhaupt nicht wusste. Man, es gibt Menschen, die sagen mit 10 Jahren, ich will Arzt werden und der wird wirklich Arzt. Ich möchte das werden und ich möchte das werden. Manche wissen das. Manche wissen es vielleicht, was sie werden können. Ich habe es überhaupt nicht gewusst. Ich war da in diesem Canisius-Heim in Horn in Niederösterreich und sollte, sagen wir mal so unter Anführungszeichen, Priester werden. Man kann dort nach 5 Jahren Gymnasiumbesuch, hat man schon so grundlegende Kenntnisse mitbekommen. Man kann dort sozusagen, wird man zum Priester unter Anführungszeichen ausgebildet. Und ich habe aber damals gespürt, dass das nicht unbedingt meine Sache ist und meine Sache werden wird. Und ich habe da einfach vor der Gottesmutter das aber nicht so sagen wollen. Ich habe gewusst, ich bin da drinnen, irgendwo erwartet man von mir, dass ich das machen soll. Und ich wollte es aber eigentlich im Innersten meines Herzens wollte ich es nicht. Und ich wollte es der Gottesmutter nicht mitteilen, aber forderte mich nochmals auf und hat gesagt, ich solle das selber sagen, ich solle das mitteilen, was ich mir da jetzt gedacht habe. Und ich sagte dann noch drauf, du weißt es ja schon, du weißt es ja eh, habe ich gesagt zu ihr. Und sie möchte es einfach von mir persönlich hören. Und ich habe ihr dann das auch so erzählt, dass ich es nicht werden möchte, also dass ich nicht Priester werden möchte, sondern dass ich eine Familie gründen möchte, ich möchte Kinder haben, ich möchte mal heiraten und. Und dann hat sie zu lächeln begonnen und hat gesagt, dass du kein Priester werden willst, hat sie gesagt, das macht nichts, Helmut. Es gibt so viele Situationen im Leben, wo du dich in der Öffentlichkeit, wo du dich allgemein im Leben für den Himmel einsetzen kannst, wo du dich für Jesus Christus einsetzen kannst. Und mir ist da plötzlich ein Stein vom Herzen gefallen, als sie so reagiert hat. Es war einfach dann schön, mit ihr durch die Vergangenheit und durch die Zukunft zu gehen und Dinge gesagt und gezeigt zu bekommen, die sehr schön waren. Sie sagte natürlich dann noch so, du hast doch viele, viele Talente bekommen. Es ist über Musik ist gesprochen worden, über viele andere Dinge. Und ich habe gesagt, na, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich werden möchte. Und dann hat sie mir eine Situation gezeigt, aber nicht in dem Hinblick, jetzt ich zeige dir jetzt etwas, was du vielleicht mal werden könntest, sondern es ist mir einfach, wir sind dann auf ein anderes Thema gekommen und es ist mir dann eine Situation gezeigt worden, wo ich einen Raum betreten habe, der war ganz weiß, da drinnen ist eine Frau an einem Tisch gesessen, an diesem Tisch ist ein Schreibpult gelegen, Schreibpult so wie von diesem Laptop hier. Wohlgemerkt, vor 37 Jahren hat es keinen einzigen Computer auf der ganzen Welt noch gegeben. Also diese Technologie war noch nicht entwickelt. Jedenfalls war da ein Schreibpult auf dem Tisch und ich sah dann, wie gesagt, diese mollige Dame sitzen und links und rechts dieses Schreibpultes sind zwei Fernseher gestanden. Ich sage jetzt auch wieder Fernseher dazu, weil ich Fernseher habe ich gekannt, aber von Computer diese Konsolen hat es ja natürlich damals nicht gegeben. Es hat ja keinen einzigen Computer noch gegeben vor 37 Jahren. Und wie gesagt, links und rechts diese beiden Konsolen, in der Mitte war dann durch diese Mauer, durch ein Fenster, da hat man durchschauen können und in einen anderen Raum. Und in diesem Raum dann ist ein ganz großes Gerät gestanden. Das Gerät hatte ein Loch, ein großes Loch in der Mitte und da ist eine Person gelegen auf einem Tisch. Dieser Tisch ist da herausgefahren, die Person hat einen Pyjama angehabt.